Was bei MyMcDonald's nach 999 Punkten kommt, das testen wir in diesem Video. Liebst auch du McDonald's? Dann abonniere jetzt unten meinen wunderbaren Kanal, um keine weiteren Infos mehr über McDonald's verpassen. Einige von euch haben mich gefragt, Mac-Scott, was kommt eigentlich nach 999 MyMcDonald's Punkten? Grund genug, diese Frage in diesem Video jetzt einmal zu klären. Seit einigen Wochen kann man mit MyMcDonald's bei jeder Bestellung Punkte sammeln. Dafür muss man lediglich die McDonald's App besitzen und sich vor jeder Bestellung am Terminal oder an der Kasse anmelden. Pro einem Euro gibt es 10 MyMcDonald's Punkte und hat man eben genug Punkte, so kann man diese gegen Essen oder Trinken eintauschen. So viel zum Prinzip. Nur was kommt denn jetzt eigentlich nach 999 Punkten, also umgerechnet 99 Euro? Das wollte auch ich wissen und so war ich unzählige Male in der letzten Zeit bei McDonald's, nur um endlich diese Punktzahl erreichen zu können. Was dann kam, war das. Was ihr seht, nach 999 Punkten, da geht's einfach weiter. Für 1000 Punkte werden wir übrigens mit einem kostenlosen Big Tasty Bacon oder kostenlosen 20er Chicken McNuggets belohnt. Was wohl nach 9999 Punkten kommt, das wäre eigentlich auch mal ein Test wert. Wie viele Punkte hast du bei MyMcDonald's? Schreib doch deinen Punktestand hier unten gerne mal in die Kommentare. Und das war's auch schon mit diesem etwas kürzeren Video. Ich wünsche euch noch einen bigtastischen Tag und bis bald.